Danke. Hey ihr Lieben, herzlich willkommen. Ich bin Thomas Schmelzer, ich bin hier nicht im Mystica-Studio, ich bin im Human Trust-Studio zusammen mit Veit Lindau. Hallo Veit. Hallo Thomas. Ich freue mich, dass es mal so ein bisschen umgekehrt. Ich bin mal hier in Baden-Baden und ich freue mich sehr, dass wir uns mal wieder unterhalten. Und es geht um ein Thema, das uns alle letztlich betrifft, nämlich Fakt ab, wie du aus Scheiße Kompost machst. Und das Wort Scheiße kann man hier auch mal nutzen, ja. Ich freue mich drauf. Das ist wirklich ein sehr kraftvolles Buch geworden für Leute, die echt gerade nicht wissen, wie es weitergeht. Und bevor wir da in die Inhalte gehen, für euch nochmal herzlich willkommen. Also, hallo Trustees, habe ich gehört. Ihr seid die Trustees. Aber auch alle Besucher auf Facebook herzlich willkommen. Wenn ihr auf Facebook live dieses Video seht, könnt ihr, da seht ihr drunter so einen Link zu Human Trust. Und wenn ihr auf Human Trust geht, könnt ihr Fragen stellen. Denn ich bin hier bewaffnet und wir sehen eure Fragen und werden die wichtigsten Fragen gemeinsam natürlich beantworten. Ja, herzlich willkommen. Hallo Veit. Hallo Thomas. Schön, dass du hergekommen bist. Finde ich auch. Ich freue mich sehr. Und ja. Ich finde es auch spannend, immer wieder von dir Neues zu hören und zu lesen. Du bist ein unglaublich erfolgreicher Autor und Referent und Medienmensch und machst unglaublich viel. Und ich finde, bei dir ist das Tolle, du vermittelst einem immer so das Gefühl, als dass da einfach der beste Freund an was erzählt. Und das ist auch dir bei diesem neuen Buch wieder gelungen. Und man würde ja denken, dir gelingt eigentlich alles im Leben. Du bist super erfolgreich und so. Aber zu diesem Buch gab es einen Anlass, wo es dir auch mal nicht so gut ging. Erzähl doch mal. Na, auch mal ist ein bisschen untertrieben an der Stelle. Also ich kann definitiv sagen, dass jetzt so langsam das beschissenste und herausforderndste Jahr meines Lebens hinter mir liegt. Also sowohl auf geschäftlicher Ebene, auf menschlicher Ebene hat es einfach an vielen, vielen Stellen Tests und Herausforderungen gegeben. Auf eine Art und Weise, wo ich ganz, ganz viele Dinge von denen, die ich so in meinen Büchern schreibe, selbst nochmal prüfen konnte, ob das überhaupt funktioniert hat. Also ich bin gut durchgenommen. Ja. Ja, und war das dann so nach dem Motto, okay, jetzt habe ich viel gelernt, jetzt mal sehen, wie ich das anwende? Oder waren so Gedanken dann erstmal auch alle gar nicht da, weil du im Loch warst? Oder wie muss man sich das vorstellen? Also ich muss dazu sagen, ich bin aus irgendeinem Grund so ein Vollblut-Coach und Trainer. Also es ist, also selbst damals, als ich zum Beispiel den Unfall hatte und mir die Wirbelsäule gebrochen habe, habe ich 3 Stunden, nachdem ich aus dem OP rauskam, das Bedürfnis gehabt, was zu meinen Leuten zu sagen. Und auch hier war, also ich habe eigentlich immer, schon immer, seitdem ich in dieser Arbeit verfolge, das Gefühl gehabt, ich werde auch in diese Scheiße reingesteckt, wenn ich reingesteckt werde, um nicht nur für mich was zu lernen, sondern für Menschen was zu lernen. Und deswegen passiert es eigentlich fast automatisch. Ja? Wenn mir irgendwas passiert, was mir Stress macht, dass dieser Werkzeugkoffer greift und dass ich schaue, was greift. Aber ich habe definitiv in diesem Jahr auch Zeiten gehabt, wo ich einfach nur da gesessen habe und geheult habe. Und wenn mir da irgendjemand mit irgendeinem Ratgeberbuch gekommen wäre, dann hätte ich gesagt, also fick dich, wirklich. Also ich habe in dem Jahr wirklich innerlich oft große Abbitte getan Menschen gegenüber, denen ich manchmal, glaube ich, mit einem klugen Ratschlag gekommen bin, wo sie einfach nur jemanden gebraucht hätten, der daneben sitzt und gesagt hätte, heul einfach, wir kümmern uns später um die Lösung. Und ja, also ich erlebe es ja auch so, wenn man in einer Krise ist, hängt man ja eigentlich erstmal nur fest. Man ist in einer Starre, man will es nicht wahrhaben und man denkt, scheiße, da komme ich nie wieder raus. Warst du auch in so einer Situation und was hat dir so geholfen? Was waren so erste Schritte? Ja, das Spannende war, also das habe ich eigentlich erst beim Schreiben des Buches gemerkt, dass mir bewusst geworden ist, dass die Krise lange, lange, lange vorher sich angekündigt hat. Ich bin mir auch relativ sicher, wache Menschen haben das wahrscheinlich sogar schon gesehen, haben mich vielleicht sogar darauf hingewiesen. Aber du wirst es, wie du schon sagst, du wirst es nicht hören. Also wenn die ersten kleinen Bömmchen hochgehen, denkst du noch Zufall etc. Und dann gibt es halt so einen Kulminationspunkt. Und für mich war das der 9. Januar. Also da habe ich auch vor der Kamera gestanden und das war für mich gefühlt so ein Offenbarungseid. Also damals 12.000 Menschen im Human Trust einfach, ich glaube, ich habe damals sogar geheult, weil ich einfach so fertig war.
Genau, also das war so der Punkt, wo ich sag jetzt mal, wo ich das Gefühl hatte, ich bin jetzt mitten in der Scheiße angekommen. Ja. Okay. Ja. Was aber paradoxerweise auf der einen Seite sich ätzend anfühlt und gleichzeitig aber auch eine Befreiung ist, weil du plötzlich, also dann hat der Kaiser einfach keine Kleider mehr an und dann braucht man auch nicht mehr so tun. Mhm. Ja. Naja, bevor wir da noch tiefer reingehen, ja. Es ist ja vielleicht auch allgemein so, dass jegliche Entwicklung nicht linear, einfach nur langsam vorangeht oder exponentiell, wie man es auf dem Wirtschaftswachstum sich erhofft, sondern es gibt halt immer Kataklysmen. Ja? Also auch Geburt ist ja, bevor es rausgeht. Ja? Und da, ja. Du schreibst so lustig in deinem Buch, ein Baby im Mutterbauch kann jetzt auch nicht sagen, es ist mir zu eng, ich will jetzt doch nicht. Ja. Nee, irgendwo musst du durch. Ja. Ging es dir auch so? Hattest du so dieses innere Gefühl, was auch immer da ist, ich muss da durch und ich weiß nur noch nicht wie? Oder? Na, erstmal muss ich dazu sagen, wir hatten für 5 Jahre so einen echten Run und da gewöhnst du dich einfach dran und du denkst einfach, okay, dein Leben ist eine Einbahnstraße und es geht immer bergauf. Also das erstmal zu akzeptieren, nee, es geht jetzt gerade nicht bergauf. Und dann kann ich sagen, also dass es in dem Jahr etliche Momente gab, wo ich gehofft habe, wo ich dachte, okay, jetzt sind wir durch. Mhm. Und wo im nächsten Moment eine neue Ladung kam. Deswegen bin ich mittlerweile, ich bin sehr demütig geworden, mit irgendwelche Prognosen zu treffen, sondern sage einfach gerade, das war ein guter Tag. Danke. Ja. Und eines der Werkzeuge fand ich auch ganz toll, schreibst du relativ weit hinten, dass du irgendwann angefangen hast, auch in diesen ganz schwierigen Phasen die Augen zuzumachen und erstmal morgens zu Musik zu tanzen. Ja, ja, das habe ich immer noch beibehalten. Ja. So, also das und mittlerweile ist es kraftgebend oder wie empfindest du es? Es ist kraftgebend, es ist total zentrierend, es ist für mich unglaublich intim mit dem Leben. Also ich mache das mit geschlossenen Augen und wenn ich es möglich machen kann, auch richtig gern draußen. Also um den Wind zu spüren. Und aber am Anfang war es wirklich fast so neben dem Gespräch mit meinen Liebsten, so das einfach das. Alles, was geholfen hat. Ja. Naja, es ist wahrscheinlich auch so, ne? Wenn man sozusagen den Körper in Bewegung bringt und dann auch die Emotionen fließen lässt, dann ist erstmal, man will es eigentlich nicht, aber wenn man weiß, dass das ein gutes Werkzeug ist, kann es ja auch was in Fließen bringen. Also das hat mir sehr geholfen. Ich habe eine Menge therapeutischen Background, habe da viel gemacht. Also einfach zu wissen, okay, egal wie dreckig es mir geht, ich darf jetzt nicht auf den Emotionen sitzen bleiben. Also ich habe wirklich von Anfang dafür gesorgt, dass ich heule, dass ich schreie, dass ich rauskotze, weil ich einfach gewusst habe, okay, wenn ich mich jetzt nur vergrabe, dann wird es immer schlimmer. Aber ich glaube, da hängt es bei vielen. Also ich merke das auch bei mir. Ne? Wenn ich in einer Krise bin, ich ziehe mich in die Höhle zurück, ich werde starr. Aber da gibt es ja wahrscheinlich auch verschiedene Phasen. Also die erste Phase ist, ich nehme erstmal wahr, dass es total scheiße läuft. Oder was ist so der Beginn, wo du merkst, okay, jetzt geht es nicht mehr weiter? Ich glaube, das kann ganz unterschiedlich kommen. Aber also oft ist es ja leider so, also und das ist ein Bedürfnis von mir, das Buch zu schreiben, war, uns mit Krisen anzufreunden. Also ich habe einfach für mich gemerkt, Krisen werden zu Unrecht als Feinde angesehen. Ja, und genau, das heißt ja immer, ne? Wachstum und Chance. Nee, Krise, wie heißt es? Zwei Übersetzungen des chinesischen Wortes. Chance und Problem. Wieso? Ja, so ja, genau. Und, und ich glaube, dadurch kriegen wir so diese ersten Anzeichen nicht mit. Es könnte, glaube ich, viel, viel friedvoller verlaufen, wenn wir viel eher kooperieren würden. Und dieses erste Anerkennen fällt den meisten, glaube ich, so schwer, dass das Leben uns wirklich dann erstmal so richtig in die Knie zwingt. Also ich habe mittlerweile mit vielen Menschen gesprochen, die das auch bestätigt haben, die gesagt haben, ich wollte es nicht wahrhaben, bis es nicht anders ging. Und zu dem, was du gesagt hast mit dem Rückzug, auch das habe ich zum ersten Mal in meinem Leben verstanden. Also ich habe das davon nie gehabt, aber ich hatte wirklich Wochen, wo ich eigentlich, ich wollte nicht aufstehen und ich wollte mich dem nicht stellen. Und also mein Glück wahrscheinlich an der Stelle ist, dass ich im Rampenlicht stehe und einfach klar war, egal was du jetzt gerade fühlst, also heute Abend stehst du einfach vor der Kamera. Ja. Wahnsinn. Ja. Das braucht schon
ganz schönes, irgendwie doch ein Vertrauen muss ja doch da sein irgendwie, dass es weitergeht, Vertrauen ins Leben. Also das ist in der Tiefe, das kann ich sagen, da bin ich auch sehr, sehr dankbar, in der Tiefe immer da. Mhm. Also egal wie scheiße das war in diesem Jahr, es war immer das Gefühl da, auch wenn du jetzt nicht siehst, wofür du wirst, eines Tages in deinem Leben guckst du zurück und du wirst total dankbar sein dafür, dass es passiert ist. Ja. Ja, schön. Ja, wir werden uns gleich ein paar Fragen von euch widmen. Aber lass uns das nochmal ein bisschen philosophisch so betrachten. Es gibt ja auch so diese Heldenreise, das ist ja auch nichts anderes. Der Held, ne, der will wachsen, hat ein großes Ziel, will eine Stadt erobern oder seine Stadt retten, eine Frau erobern, fängt als einfacher Mensch an, läuft los, ja, und landet erstmal auf der Schnauze, ja, oder fällt in seine eigene Höhle oder muss mit den Fledermäusen kämpfen wie Batman, ja, mit seiner größten Angst konfrontiert werden. Irgendwann später sind die Fledermäuse seine größten Gefährten. Ja. Also das zeigt ja auch, dass Wachstum des Menschen einfach schrittweise geschieht und es gibt halt diese Kataklysmen, es gibt diese Krisen. Das, glaube ich, ist wichtig einfach zu verstehen und zu akzeptieren, oder? Ja, für mich ist es eigentlich eh die spannende Frage, weil es ist ja total offensichtlich. Es ist ja auch, wenn du in die Natur schaust, ja, wenn du dir die Raupe anschaust, das ist ein viel zitierte Beispiel. Für mich ist eigentlich die spannende Frage, wie konnte Mensch eigentlich da landen, dass wir das nicht mehr so erwarten? Und das hat extrem viel mit unserer Gesellschaft zu tun, weil wir darauf konditioniert werden, dass es immer bergauf gehen muss, dass wir immer glücklich sein müssen, immer grinsen müssen, etc. Ich glaube, da waren unsere Vorfahren noch wesentlich demütiger und wussten einfach, es ist gut, wenn es mal einen guten Tag gibt, aber es ist auch okay, wenn es mal scheiße ist. Naja, und die Folge, wenn man es überstanden hat, ist ja auch eine neue Sichtweise, um die es geht. Und die konnte man wahrscheinlich nur lernen, indem man sich nochmal ganz, ganz, ganz intensiv mit dem ganzen Scheiß beschäftigen musste, oder? Ja, absolut. Also einer meiner Lehrer... Ich habe schon wieder Scheiße gesagt. Ich glaube, ich darf das irgendwie sagen. Ja, das Therapeutische. Halt. Also, ich habe es in dem Jahr sehr oft gesagt. Deswegen kommt es auch in dem Buch sehr oft vor, das Wort. Ja. Einer meiner Lehrer hat mal gesagt, du hörst es an der Stimme eines Menschen, ob das, worüber er gerade spricht, etwas ist, was er in der Zelle seines Seins verstanden hat oder ob er es gedacht hat. Ja. Und das ist mir auch nochmal so klar geworden in dem Jahr, wenn du so einen Job hast wie ich und dir anmaßt zu sagen, ich helfe anderen Menschen, aber ein glückliches Leben zu führen, dann ist es eigentlich zwangsläufig, dass du immer mal wieder deine Kelle schlucken musst. Du wirst herausgefordert. Wie du schon sagst, es ist deine Berufung, dich damit zu beschäftigen. Dann wirst du halt auch konfrontiert mit dem Ganzen. Man kommt da nicht aus der Nummer raus. Nee. Will ich auch gar nicht. Aber umso schöner, wenn man dann wieder ein bisschen gewachsen ist oder ein bisschen mehr mit dem Leben verbunden ist. Letztlich geht es ja darum. Du sagst ja auch, man kann dem Leben vertrauen. Das ist eigentlich die schönste Grundregel. Ja, auch. Ich sehe es ja gerade. Also auch wenn ich viel im Buch über meine Erfahrungen schreibe, also letzten Endes sind Andrea und ich wirklich beide extrem durch eine Krise gegangen. Mhm. Aber zum Beispiel bei ihr sehe ich das noch deutlicher als bei mir, zu sehen, was es mit ihr gemacht hat und wie daraus letztendlich ein noch besserer Wein entsteht. Das kann ich dann immer nur sagen, das ist es wert. Mhm. Toll. Ja, da wird draußen ein lautes Ja, haben wir gehört. Noch eine Frage und dann gehen wir wirklich zu euren Fragen. Gleich geht's los. Du sagst dann auch, also ein Chaos ist ja eigentlich etwas, was wir erstmal gar nicht verstehen, aber es ist letztlich eine höhere Ordnung, die wir noch nicht verstehen. Und du hast das ultrakompakte ABC der Chaosforschung im Buch. Ja. Das, was wir Chaos nennen, folgt einer höheren Ordnung, die wir im Augenblick noch nicht verstehen. Das, was wir Krise nennen, sind die Geburtswehen eines neuen Systems. Und wir können die in schmerzhaften Wellen auftretenden Geburtswellen nicht kontrollieren. Aber wir können lernen, auf ihnen zu surfen. Und dann der Nachsatz, oh doch, das geht auch mit einer Welle aus Schmerz. Da wollte ich nochmal nachfragen, wie kann ich denn auf einer Welle aus Schmerz surfen? Die will ich doch gar nicht wahrhaben. Oder wie lerne ich das? Was meinst du damit? Also ich glaube, die meisten von uns haben ja schon mal erlebt, einen geliebten Menschen oder ein geliebtes Wesen zu verlieren. Also ich kann mich zum Beispiel noch sehr, sehr gut erinnern, das kann ich heute noch fühlen, was es in mir für eine Trauer ausgelöst hat, als unser Kater gestorben ist, der für uns wirklich, also wirklich ein spirituelles Krafttier war. Und das ist ein Paradox, aber ich konnte es richtig spüren. Also wenn ich gegen diesen Schmerz kämpfe, und ich habe dagegen gekämpft an manchen Tagen, weil ich einfach gehasst habe, ist er nicht weggegangen. Aber wenn du dich Trauer hingibst, dann ist in dieser Trauer schon wieder was Wunderschönes. Also du erfährst den Wert dieses Menschen, dieses Wesens noch mal viel tiefer. Und immer noch ist es nichts, was man einem Menschen wünscht. Aber ich glaube, wir alle kennen das Gefühl, wenn du in einen Schmerz
wirklich reingibst, also wenn du aufhörst, dagegen zu kämpfen, dann ist das schon wieder gut. Mhm. Ja. Na klar, gehört Vertrauen dazu. Genauso wie heißt ja auch, die unguten Gefühle, solange ich die verdränge, nein, ich bin nicht wütend, dann wird es immer stärker und so. Okay. Aber okay, es braucht Mut und es braucht immer wieder hinschauen. Absolut. Es ist natürlich schön, wenn man Freunde oder Begleiter hat, aber wie du schon sagst, wenn es auch deiner lieben Frau teilweise nicht so gut ging, dann habt ihr euch gegenseitig versucht aufzubauen oder war das teilweise gar nicht möglich? Oder? Das Coole bei uns ist, also wir sind einfach, also ich habe das Gefühl, wir sind eigentlich aus dieser Zeit, gehen wir gerade in neue Flitterwochen, weil wir uns nochmal viel tiefer kennengelernt haben und wertschätzen gelernt haben. Wir haben uns echt manchmal stündlich abgewechselt, weil wir mussten Unternehmen leiten, wir mussten für die Mitarbeiter da sein, für die Trustees, für all die Menschen da draußen. Und ich bin ihr total dankbar, dass sie oft, wenn mir einfach nur nach Heulen zumute war, gesagt hat, pass auf, setz dich in die Ecke, heule, ich kümmere mich um den Laden. Ja. Ja, spannend. Jetzt schauen wir uns mal ein paar Fragen an. Gern. Also, was haben wir denn hier? Julia. Ich lese einfach mal vor. Hello. Lieber Veit, mich beschäftigt immer noch meine letzte Liebesbeziehung. Meine Bedürfnisse wurden gar nicht erfüllt. Woran kann ich erkennen, ob dieses Gefühl meinem Mangeldenken, ist es nie genug, entstammt oder ob mein Freund tatsächlich nichts von sich hergeben wollte? Danke, dass du meine Klarheit verstärkst, sagt sie noch. Indem du dir Feedback holst außerhalb eurer Beziehung. Also ich glaube, dass jede Beziehung der Gefahr unterläuft, dass wir in so eine Art von Sumpf kommen, auch Co-Abhängigkeit kommen, wo wir nicht mehr wirklich, echt nicht mehr erkennen können, ist das jetzt gut, macht das Sinn, geht es in die richtige Richtung, bin ich total bescheuert mit meinen Bedürfnissen, ist das angemessen? Und die Kunst liegt natürlich daran, die richtigen Quellen für Feedback zu finden. Also das sind ganz sicher nicht deine Freundinnen, die rumjammern über ihre Männer, sondern das sind starke Frauen, das sind starke Männer, mit denen du dich einfach zusammensetzt, also die du auch für ihre Meinung respektierst und sagst, hey, pass auf, so sehe ich das, das ist mein Wunsch. Ist das angemessen oder nicht? Also ich glaube, wir brauchen alle mehr Feedback als nur in dieser Kleinstruktur. Ja, und da mache ich dir absoluten Mut, dir das zu holen, weil meine Erfahrung ist, dass die meisten Menschen, also ich würde sagen 9 von 10 Menschen, sich mit zu wenig in Beziehungen zufrieden geben. Einfach, weil wir gar nicht mehr einen Vergleich haben, was alles möglich ist. Schön. Ja. Nächste Frage kommt mehr aus der Berufungsecke, und zwar Sabine will wissen, ich arbeite seit fast 20 Jahren selbstständig mit Lerntechnik und Kinesiologie. Woran kann es liegen, dass ich immer um Seminarteilnehmer kämpfen muss, nicht um Klienten für Einzelstunden? Ich liebe meine Seminare und ich weiß, dass ich gut unterrichten kann. Es ist trotzdem ein ewiges Ringen um eine Basisanzahl an Teilnehmern, damit die Seminare überhaupt stattfinden können. Was kann ich tun? Das ist ein fettes Thema. Sabine war das, ne? Mhm. Liebe Sabine, das hat sehr wahrscheinlich überhaupt nichts mit Fuck-up zu tun, sondern eher etwas mit Marketing. Ja? Und also ich kann dir aus meiner Erfahrung sagen, ich habe lange Zeit den Fehler gemacht zu denken, ich kann meinen mangelnden äußeren Erfolg primär darüber lösen, dass ich innerlich Knoten löse und Aufstellungsarbeit mache etc., was alles total wertvoll sein kann, um bestimmte Hindernisse in uns zu erkennen. Aber ich glaube, letzten Endes ist es total wichtig, dir auch anzuschauen, hast du jemals ein richtig sauberes Marketing für diesen Bereich deiner Arbeit hingelegt? Und wenn du das nicht hast, kannst du noch gar nicht wissen, was da alles möglich ist. Also das wäre mein Tipp. Ja. Also zum Beispiel unser Bootcamp für erfolgreiche Selbstständigkeit, da habe ich vorhin gerade auch hier im Studio für die Teilnehmer eine Fragestunde gehalten. Das geht genau in diese Richtung und ich kann jedem Selbstständigen nur raten, bevor ihr euch zu sehr quält mit irgendwelchen Mangelzuständen, setzt einmal ein richtig geiles, sauberes Marketing auf. Ja. Nochmal zum Thema Beziehung, die Lisi. Ja. Guten Abend, ihr beiden. Hallo Lisi, grüß dich. Krisen und Niederlagen zu akzeptieren, habe ich eigentlich in den vergangenen Jahren ganz gut gelernt. Ich habe jedoch ein Problem mit meinem entsetzlichen, schlechten, großen schlechten Gewissen, wenn ich so richtig Bockmist gebaut habe und damit jemandem wehgetan habe. Das passiert ja. Da hilft auch keine Entschuldigung. Wie komme ich da wieder schneller mit mir ins Reine?
Das ist ganz spannend, Lisi. Ich glaube, ich weiß, welche Lisi du bist. Freue mich, dass du hier bist, dass du Fragen stellst. Es ist total spannend mit diesen Entschuldigungen. Meistens lösen Entschuldigungen überhaupt nichts. Also Entschuldigung ist erstmal ein Triggern dieses Schuldkreislaufes, letzten Endes auch immer verbunden mit diesem Gefühl, wir haben wirklich was Falsches gemacht. Ich glaube mittlerweile, wir geben alle immer unser Bestes. Punkt. Und zweitens, wie du schon richtig sagst, also von der Entschuldigung hat derjenige, dem du da Bockmist verzapft hast, hat der ja letzten Endes überhaupt nichts. Ja. Was hilft, ist erstmal zu verstehen, also der Part in uns, der uns so tief in die Schuld reinreiten kann, ist unser Über-Ich. Und das ist eine Instanz, die total wichtig ist, die auch wertvoll ist, um zum Beispiel in manchen Bereichen unseres Lebens immer wieder zu sagen, ey, das war jetzt einfach nicht, das entspricht nicht deinen Werten, das kannst du besser. Ja? Das Problem ist nur, wenn dieses Über-Ich in uns zu viel Macht bekommt, also wenn wir dieser Stimme zu viel Glauben schenken, dann hat uns das quasi in der Hand. Also was kannst du tun? Ich sag dir, was ich mache in so einer Situation. Erstens, ich nehme mir im Moment Zeit, die Schuldgefühle wirklich zu fühlen. Weil solange ich gegen die kämpfe, bin ich in der Rebellion, bin ich trotzig oder sonst was. Ich finde es wichtig, für einen Moment einfach zu fühlen, was da ist. Zweitens, ich setze mich hin und versuche so nüchtern wie möglich rauszubekommen, was habe ich tatsächlich gerade an Scheiße verzapft. Okay? Und da helfen dir Werte, klare Werte. Und wenn du anhand deiner Werte feststellst, das war wirklich nicht korrekt, das war nicht sauber, das entspricht nicht meinem eigenen Ansatz, dann ist der nächste Schritt ganz wichtig, dich zu fragen, wie kann ich es korrigieren? Das ist viel spannender als Entschuldigung. Ja? So wenn mir jemand gegenüber Mist baut, ich will überhaupt keine Entschuldigung hören. Ich will, dass der andere zu mir kommt und sagt, ich weiß, das war nicht korrekt, ich habe mir Gedanken gemacht, beim nächsten Mal machen wir es so. Ja? Und indem du das dem anderen kommunizierst, legst du dich quasi auch schon fest, dass du es beim nächsten Mal wirklich besser machst. Ja. Und eventuell, wenn es so richtig doller Bockmist ist, dann finde ich das auch wichtig, den anderen Menschen zu fragen, was kann ich tun, um es wieder gut zu machen? Und manchmal geht es nichts. Da muss man einfach miteinander den Schmerz aushalten. Aber ganz oft ist allein die Frage schon so ein Eisbrecher. Schön, ja, ich finde vielleicht auch, also mir hilft dann immer, wenn ich mir schon sage, okay, ich habe zum damaligen Zeitpunkt auch mein Bestes getan, ich wusste es nicht besser. Ja. Also ich glaube, das ist schon auch wichtig, sich da selbst einfach mal zu verzeihen. Ja, also das, weil diese Schuldgefühle, das ist, glaube ich, ein typisch deutsches Phänomen, da kann man sich fertig machen. Ich meine, du hattest auch eine große Verantwortung für dieses Projekt, das war sicher auch nicht einfach. Wie gehe ich damit um? Es sind viele Mitarbeiter, die wollen ja auch weiter, dass es gut läuft. Also das fand ich richtig krass, weil ich dachte bis vor der Krise, dass ich jemand bin, der sich schon wirklich richtig gut annimmt. Und dann habe ich gemerkt, wie sehr mein Gutannehmen eigentlich noch damit zu tun hat, dass ich gut funktioniere. Also wenn ich, also, und wie sehr ich mit mir selbst ins Gericht gegangen bin. Also das ist eigentlich ganz vielleicht die wichtigste Heilungsebene in dem Prozess gewesen und immer noch, also mir selbst zu verzeihen, dass ich es an manchen Stellen einfach noch nicht besser wusste. Mhm. So. Mhm. Und mir hilft es ganz oft, vielleicht hilft dir das ja auch, Lisi, und anderen, in so einer Situation, in so eine Metaperspektive zu sehen und uns von oben zu schauen, was uns kleine menschlichen Ameisen in diesem riesigen Universum einfach zu sehen, wir geben alle jeden Tag unser fucking Bestes und mehr ist einfach nicht drin. Also was wollen wir denn machen, außer uns Mühe geben und so gut und so schnell wie möglich es geht, dazu zu lernen. Ja. 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 Naja, trotzdem, also ich erinnere mich immer wieder gerne dran, weil ich das auch so gut kenne, wenn du mittendrin steckst, du siehst kein Licht. Ja. Vielleicht da nochmal, was kann noch helfen? Also wir haben jetzt bestimmt ein paar Zuschauer, die sind echt mittendrin und es ist alles kaputt und Firma pleite, Insolvenz, Beziehung zu Ende, man sieht kein Licht mehr. Was kann ich tun? Es gibt bei den Sufis gibt es ein schönes, also ein für mich sehr kraftvolles Bild. Also die Sufis sagen, am Boden von jedem Ego ist ein schwarzes Loch. Also jedes menschliche Ego weiß in der Tiefe, dass es eigentlich ein Bluff ist. Ja? So, dass all das, was wir aufgebaut haben, womit wir uns beweisen, dass wir bedeutend sind, nicht wirklich bedeutend ist. So. Und was wir machen, was eine Krise macht, also in der Krise zieht uns eigentlich runter, so, weißt du, aus dem Stolz, in Scham und Schuld, in die Niederlage hinein. Und eigentlich will die Krise, dass wir in dieses schwarze Loch eintauchen. Mhm.
Und weil wir das aber nicht gewohnt sind, weil wir keine Kultur dafür haben, also wir verleugnen ja kollektiv alles, ja, Depressionen etc. ist mittlerweile Gott sei Dank langsam ein öffentlich geduldetes Wort. Aber was glaubst du, wie viele Kollegen mir jetzt, nachdem das Buch raus ist, schreiben, wow, dass du so mutig bist, dazu zu stehen, dass du auch eine Niederlage gemacht hast. Ja. Also wie sehr wir Niederlagen vermeiden. Also wir haben Angst vor diesem schwarzen Loch, weil wir Angst davor haben, okay, wenn ich da rein verschwinde, bin ich nicht mehr da. Und das ist in einer gewissen Art und Weise auch wahr, weil unser Ego ist dann nicht mehr da. Also zu deiner Frage zurück. Ich glaube, das ist zumindest meine Erfahrung, in diesen ersten Phasen, wenn es einfach richtig dunkel ist, wenn wir da zu früh versuchen rauszukommen oder zu früh gleich wieder versuchen ins Licht zu kommen, positive Gedanken etc., dass wir eher den Prozess, dass wir die Krise hinauszögern noch mehr. Sondern also schön reden. So schön reden. Ja, das ist so wie, weißt du, die Geburt will eigentlich stattfinden und du kämpfst dagegen. Und was es braucht, und das ist natürlich einfach gesagt als getan, aber ich glaube, jeder, der schon mal auf dem Boden aufgeschlagen ist, der weiß, wie sich das anfühlt. Es braucht dieses letzte Surrendern, dieses letzte Hingeben, dieses letzte, okay, und wenn ich jetzt sterbe, wenn ich im Nichts verschwinde, ich kann einfach nicht mehr. Mhm. Und das hat, glaube ich, auch schon jeder von uns erfahren. In diesem Moment, wenn wir in dieses schwarze Loch eintauchen, ist Frieden. Ja. Ja, ist Frieden. Ist zum ersten Mal vielleicht das Gefühl, boah, ich muss nicht mein ganzes Leben lang kämpfen. Ich kann mich fallen lassen und da gibt es noch was Tieferes, was mich dreht. Also die Erfahrung kann ich sehr teilen. Ja. Ich weiß, ich habe im Alter von 24 Jahren Krebs gehabt und das war für mich eine existenzielle Krise und irgendwann konnte ich nicht mehr wegschauen, nicht mehr verdrängen, weil der Schmerz und alles furchtbar scheiße war im Krankenhaus nach einer Chemotherapie und einer Notoperation. Ja. Und da gab es so einen Moment, wo ich mich auch, irgendwann habe ich gesagt, ich kann nichts mehr tun, ich falle einfach rein in altes, was da ist. Ja. Und irgendwann war ich nicht mehr und da war plötzlich Friede und es war abgefahren neu für mich, abgefahren neu. Und auch heute, man weiß ja, es gibt so Meditationen, die Mystiker anbieten, Ramana Maharshi, frage dich, wer bin ich, wer bin ich? Irgendwann ist keine Frage mehr da und nur noch Frieden. Mhm. Also das ist und trotzdem, ja, das kann ein Trost sein und trotzdem, naja gut, der Weg bleibt uns nicht erspart, aber der Weg existiert weiter, das Leben existiert weiter, auch wenn wir als Ego vielleicht zwischendurch verschwinden, darauf können wir vertrauen. Ja, ja und ich glaube, also das ist echt ein Anliegen für mich mit dem Buch, wenn das gesellschaftlich akzeptierter wird. Ja. Ja. Also es ist ja leider sogar so, dass selbst viele Therapeuten oder Coaches Angst, also weißt du, wenn du als begleitender Mensch selbst Angst vor dieser Erfahrung hast, dann glaube ich, fängst du viel zu früh an, jemanden mit einem Ratschlag da wieder rausholen zu wollen, anstatt zu sagen, lass uns doch einfach mal eine Weile zusammensitzen und kompletter eintauchen. Und davon bin ich überzeugt, wenn wir das alle öfter erfahren sollten, und da müssen wir nicht auf eine große Krise warten, dann stellt sich immer mehr Vertrauen in diesen Prozess an und dann geht es auch in der großen Krise schneller. Ja, das ist wohl auch das Ermutigende. Man lernt ja draus und wird wachsamer, man wird achtsamer und sieht die Zeichen und ist mutiger geworden, hoffentlich und möglicherweise beim nächsten Mal rechtzeitig die Kurve zu kriegen. Ja. So, irgendwann haben wir es überstanden, dann geht es uns gut und dazu passt die Frage von Fee. Fee sagt, lieber Veit, ich bin drauf gekommen, dass alte Wunden aufgrund von damaligen Krisen noch nicht ganz geheilt sind. Ich fühle sie und versuche zu vergeben, doch es ist nicht leicht. Wie schaffst du es, wirklich alles aufzulösen? Abgesehen davon, vielen Dank für alles und ich bin gespannt auf dein neues Buch. Liebe Fee, ich möchte die Gelegenheit gern erstmal nutzen, weil du ja eine von den Trustees bist, allen Trustees, die das gerade sehen und die am Anfang des Jahres dabei waren, als unsere Plattform so gecrashed ist und als Andrea und ich einfach euch gegenüber sagen mussten, Leute, wir tun unser Bestes, aber mehr geht einfach nicht mehr. Mir ist es total wichtig, euch zu sagen, also dass ihr extrem wichtig wart und dass es für uns beide also eine so heilsame Erfahrung war, von so vielen Menschen das Feedback zu bekommen, dass es eben nicht einfach nur eine Business-Beziehung ist. Also ein Grund, warum ich jetzt gerade hier sitze und in einem so relativen Frieden über das alles sprechen kann und wirklich auch einer tiefen Dankbarkeit, das sind echt die Menschen,
in unseren Seminaren, in der Menschenlehrausbildung, im Human Trust, die in der Zeit gesagt haben, hey, wisst ihr was? Logisch, gebt ihr euer Bestes und kümmert euch, aber seid auch gut für euch und wir stehen das mit euch gemeinsam durch. Also das war eine großartige Erfahrung und vielen Dank für alle, die das betrifft. So, jetzt zu deiner Frage, Fee. Ich glaube, das ist ein totaler Lernprozess. Also ich wünschte mir, ich könnte sagen, ich bin mit solchen nicht vollendeten Sachen sehr achtsam. Allerdings bin ich ein sehr vorwärtsdrängender Mensch und ich mache selbst immer wieder die Erfahrung, dass mich solche Sachen einholen. Also dass ich eigentlich oft erst im, also zum Beispiel habe ich in diesem Jahr gemerkt, dass ich, was menschliche Beziehungen, also meine Beziehung betrifft, wirklich, wirklich ein sehr empfindsamer Mensch bin. Ja? Und dass ich oft in meinem Leben, wenn jemand gegangen ist und so, einfach gesagt habe, okay, dann gehe ich weiter etc. Und in dem Jahr sind ganz viele so alte Mikrowunden hochgekommen, wo ich gemeint habe, nee, das stimmt nicht. Ich war da traurig, ich war da enttäuscht, ich habe mich da im Stich gelassen. Was können wir machen? Also wir können einfach nur lernen, immer achtsamer zu sein. Also mir hilft es gerade sehr, in meinen Meditationen wirklich sehr achtsam, dafür bin ich gerade wirklich sehr sensibel darauf zu achten, fühlt es sich gerade frei an, fühlt es sich gerade in Freude an oder ist da was schwer, ist da was traurig und wenn ich so eine Last spüre, mich einfach zu fragen, wo kommt das her? Ich achte sehr auf meine Träume, ich spreche richtig gern mit guten Freunden und mit Andrea über solche Dinge, also einfach immer achtsamer werden, ja. Und auch akzeptieren. Ich glaube, dass es wichtig ist, Fee, zu akzeptieren, dass wir auch, was das Verarbeiten von alten Dingen betrifft, alle unser Bestes geben und dass es total legitim ist, an bestimmten Stellen in unserem Leben gesagt zu haben, mehr geht jetzt einfach nicht. Ich muss das jetzt beiseite packen. Also das ist ja auch, also ich finde es eine gnadenvolle Einrichtung unseres Bewusstseins. Ja? Also dass wir Sachen parken können, dass wir sie nicht alle auf einmal ablösen müssen. Ja. Also Schritt bei Schritt. Ja. Vielleicht stimmt sie auch, wenn es heißt, unsere Seele kriegt sowieso nur die Aufgaben, die sie auch bewältigen kann. Schauen wir mal. Ja, zu diesen Freunden und Beziehungen. Du hast am Ende des Buches ein Kompostmanifest geschrieben. Sehr lustig und sehr gut. Paragraph 10. Wenn dir nicht nach Grinsen ist, grinse nicht. Deine wahren Freunde fürchten deine dunkle Seite nicht. Sie bleiben mit dir im Feuer stehen. Und die anderen, gut, wenn sie gehen. Zeit gespart. Also ich finde auch mit Human Trust und mit all diesen Dingen, die ihr da gemeinsam aufgebaut habt, also es ist sowas wie, ich finde, so das Experiment Menschsein, ja, der Versuch eines neuen Miteinander. Da in diesem Feld bewegen wir uns ja alle so ein bisschen. Was heißt es? Nicht mehr hierarchisch, nicht mehr dogmatisch, sondern wie können wir wirklich einander helfen? Wie können Freundschaften entstehen? Wie können Gemeinschaften entstehen? Und dass das online auch so gut funktioniert, das ist ja nicht nur online. Ich finde es sehr, sehr spannend, dieses Experiment. Und bewundere das auch und bin da immer sehr, sehr interessiert, wie es weitergeht. Also das wollte ich auch an dieser Stelle mal sagen, ihr lieben Trusties, weiter so. Ja, also ich glaube ja, dass wir, also je mehr ich mich damit beschäftige, mit dem, was zum Beispiel Beziehungen für, was wir sein können in Beziehungen, ich bin überzeugt davon, wir haben noch keine Ahnung davon, ja, zu was wir Menschen fähig sind, weil wir eigentlich wirklich immer noch auf eine sehr rudimentäre Art und Weise miteinander kommunizieren. Und deswegen bin ich auch extrem dankbar, dass es so viele Menschen gibt, die auf unseren Ansatz verstehen, dass es uns eben nicht einfach nur darum geht, jetzt mal für ein Jahrescoaching zu machen, sondern also wirklich zu sagen, lass uns unsere komplette Beziehungskultur verändern. Ja. Ja, und das ist ein Experiment. Also viele, fast alle spirituelle Freunde, die ich kenne, wünschen sich irgendeine Art von Gemeinschaft. Aber es gibt sehr wenig funktionierende Gemeinschaften, weil wir da alle noch experimentieren. Und deswegen, spannend. Weiter so. Jetzt nochmal zu einer Frage, die nochmal ganz tief reingeht von Silvia. Sie fragt, ich bin nach langer Suchterkrankung nun 4 Jahre clean, aber ich finde nicht mehr ins Arbeitsleben zurück. Wie komme ich aus meiner Erschöpfung? Ich bin so wahnsinnig müde. Also erstmal Respekt für dich, dass du clean bist. Also ich finde eine Sucht, eine echte Sucht, also jetzt nicht so eine alltägliche, sondern so eine echte Sucht, die Seele eines Menschen so im Klammergriff hält. Also wenn man sich daraus löst,
Das kann ich nur ahnen, was das bedeutet. Also dafür möchte ich dich sehr, sehr respektieren. Es ist ganz schwierig, Silvia, darauf jetzt einen Ratschlag zu geben, der deiner Komplexität gerecht wird. Also was ich dir von Herzen rate, ist, also wirklich Kraft zu jagen, auf eine sanfte Art und Weise Kraft zu jagen. Also ich weiß nicht, wie alt du bist, aber ich kann dir sagen, dass die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß ist, dass du noch mindestens 50 Jahre leben wirst. Ja, weil es ist ein großes Thema, was mich gerade bewegt. Wir können mal lange drüber reden. Aber wir werden alle wesentlich älter. Warum ich das sage, ist, wenn du jetzt gerade das Gefühl hast, nicht ins Arbeitsleben zurückzuführen, also manchmal, ich spreche mit Menschen, die denken, oh Gott, und ich bin doch schon so alt, etc., aber wir werden noch viel, viel älter. Also du hast richtig viel Zeit, dich noch weiter zu generieren. Und das Ding ist ganz oft, das erlebe ich bei mir und auch bei unseren Teilnehmern, wir stressen uns ganz oft mit dem Gefühl von, dass es schnell gehen müsste. Aber stell dir vor, du würdest wirklich jeden einzelnen Tag einen kleinen Schritt setzen, der dir Kraft gibt. Ja? Und Kraft geben kann sowas Simples bedeuten wie, ich setze mich hin und ich male ein Bild. Ja? Ich male ein Bild, was mir gut tut. Oder so etwas, was ich gerade mache und was ich euch von Herzen nur empfehlen kann, weil das so gut tut. Silvia, such dir 3, 4 Musikstücken, die deine Seele richtig zum Klingen bringen. Ja? Also wenn du sagst, du fühlst dich nicht so in deiner Power, dann nimm nichts Chaka-Chaka-mäßiges, sondern eher was Sanftes, etwas, wo dir warm wird innerlich. Setz dir am Morgen die Kopfhörer auf, gleich als erstes. Ja? Tanze, als wenn du noch nie getanzt hast, also wirklich auch nicht nach einer Technik, sondern wirklich aus dem Innen heraus und bitte das Leben darum, die Kraft zu dir zurückzubringen. Und dann wird das passieren. Also das weiß ich einfach. Also so funktioniert Leben einfach. Wir stellen ihm nur ganz oft nicht unser Gefäß zur Verfügung, weil wir denken, es müsste sich mit einem Schlag füllen. Und manchmal kommt halt jeden Tag ein Tropfen mehr. Also das ist das eine. Und das Zweite, was ich dir und jedem raten kann, der in so einer Situation ist, sucht Menschen auf. Es ist so tragisch, dass wir gerade dann, wenn wir eigentlich Menschen brauchen, ganz oft die Tendenz haben, uns zurückzuziehen und auch denken, es gibt niemanden da draußen. Aber ich kann nur sagen, ich habe die große Ehre und Freude, in so einem sehr, sehr großen Feld von mittlerweile 10.000 Menschen, also ganz oft zu arbeiten. Und ich weiß, da gibt es so wundersame Geschichten. Aber was es braucht, Silvia, ist, dass du die Hand hebst, ja, und dass du den ersten Schritt gehst und dass du sagst, Ich brauche auch Hilfe. Ja? Auch das ist wichtig, das zu sagen. Und warum ich das so betone, ist, weil ich für mich festgestellt habe, also ich habe das so oft beobachtet, wenn Menschen in ein Feld kommen, wo sie gesehen werden, wo sie geachtet werden, dann geht diese Blume in uns wieder auf. Und dann merken wir eigentlich erst, wie viel Kraft wir die ganze Zeit hatten. Ja. Schön, schön. Ja, das berührt mich auch gerade, weil ich auch eigentlich ein Mensch bin, der immer versucht, all seine Probleme allein zu lösen. Ja. Und ich finde, beides ist wichtig. Das eine, was du jetzt erwähnt hast, was ich vielleicht auch manchmal noch unterschätze, merke ich. Echte Freundschaft, echtes Miteinander, wo man Hilfe kriegt. Und das andere ist aber, dass man, glaube ich, auch, wir alle finden Wege, du hast es vorhin erwähnt, wie wir in inneren Frieden kommen können. Mhm. Einfach etwas, was uns echt, wo wir echt, und wenn es nur rumhängen ist, blöd rumhängen und auch mal wirklich nichts tun, das kann so heilsam sein. Was du auch eben sagtest, finde ich eben auch, sich Zeit lassen, ganz bewusst Zeit lassen, nichts zu tun. Das ist gerade in dieser schnelllebigen Zeit, glaube ich, eines der wichtigsten Werkzeuge. Ja. Und das ist natürlich tricky, weil es für viele, glaube ich, so anfühlt, ich habe nicht die Zeit. Ja. Also für mich fühlt es sich immer so an, weil wir haben auch wirklich, wir haben eng getakteten Zeitplan. Klar, und ein Geschenk der Krise ist, dass Andrea wirklich wesentlich häufiger als sonst sagen, und jetzt leckt uns alle mal am Arsch und egal wie viel noch zu tun ist, wir gehen jetzt spazieren oder wir gehen jetzt essen, wir machen das einfach. Mhm. Ja. Schön, ja, sich Gutes tun, gerade in solchen Phasen. Mhm. Ja. Ähnliche Frage, vielleicht waren die Antworten für Jana schon genau die richtigen, aber vielleicht fällt dir noch eine zusätzliche Inspiration dazu ein. Jana fragt, wie komme ich aus dem Mangel raus? Ich verliere fast mein Haus und habe das Gefühl, ich weiß nicht mehr, wie ich mir das Ding leisten kann. Ich bin Mutter von 3 Kindern, alleinerziehend.
und möchte meine Talente leben. Mhm. Ich mag keine Seitenschleifen mehr einschlagen. Hast du einen Tipp, lieber Feind? Und danke für deine erfrischende Art. Liebe Jana, ich habe mehrere Tipps. Also erstmal habe ich für alle einen Tipp, weil wir bestimmt heute in manche Fragen nicht so tief einsteigen können, wie sie es verdient haben. Also ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, ich werde ab Donnerstag einen dreiteiligen Workshop zu dem Thema geben, also Donnerstag, Freitag und Samstag. Da seid ihr herzlich dazu eingeladen, immer 20 Uhr. Aber jetzt zu dir, Jana. Meine Erfahrung ist, also in meinem eigenen Leben, aber auch bei vielen meiner Klienten, dass gerade dann, wenn finanzieller Stress dazukommt, viele Menschen dazu tendieren, nicht hinschauen zu wollen. Ja? Und das Paradoxe daran ist, dass dieses Nicht-Hinschauen einen zusätzlichen Stress auslöst, den du gar nicht bräuchtest. Also das Erste, was es braucht in so einer Situation, ist, sich hinzusetzen. Und wenn du dir das nicht alleine zutraust, hol dir einen Freund oder eine Freundin dazu, die dich regelrecht zwingen dazu, und alle Zahlen aufzuschreiben. Meist ist es so, dass es danach schon viel machbarer aussieht. Und selbst wenn du hinschaust und denkst, fuck, es ist überhaupt nicht machbar, wirst du merken, in dem Moment, wenn die Zahlen aus deinem Kopf auf dem Papier sind, entspannt sich was hier oben, weil dieses diffuse Gefühl der Bedrohung geht weg. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ich weiß nicht, ob es bei jedem hilft, aber ich kann es nur wärmstens empfehlen. Wir haben echt Zeiten gehabt, wo wir finanziell extrem knapp waren. Andrea geht damit ziemlich cool um. Mich hat es wirklich gestresst, vielleicht weil ich vom Sternzeichen Stier bin. Was mir immer geholfen hat, den Worst Case durchzuspielen. Also anstatt wegzugucken, mich hinzusetzen und zu sagen, okay, was ist, wenn das passiert? Was ist, wenn das passiert? Also wirklich den Film bis zum absoluten Ende durchzuspielen. Und das war bei mir dann meist irgendwie, keine Ahnung, ich kann die Miete nicht mehr bezahlen, Andrea verlässt mich, meine Tochter verachtet mich. Also ist alles nicht eingetreten, aber ich habe das alles durchgespielt. Und letzten Endes war in meinem Worst Case, habe ich immer alleine unter der Brücke gesessen. Bis du zum Punkt kommst, wo du das Gefühl hast, okay, das wäre total scheiße, wenn das passiert, aber ich kann es nehmen. Bei dir ist natürlich die Herausforderung, wenn du Kiddies hast, ist das eine ganz, ganz andere Nummer. Okay? So, aber dafür, selbst dafür, für dich innerlich ein Bild zu arbeiten, okay, wenn ich hier raus müsste, wenn das mit meinem Job nicht klappt, ich habe für diesen Worst Case, diese Variante, wie ich mit meinen Kiddies gut überleben kann. Das ist das Allerwichtigste, damit der Teil deiner Seele, der sich existenziell bedroht fühlt und der dadurch eigentlich permanent Stresshormone ausschüttet, dass der erstmal so ein Stück runterfahren kann. Und dann ist der nächste Schritt, und da brauchst du sehr wahrscheinlich Hilfe, also mindestens ein gutes Buch, wenn nicht sogar einen Kurs oder einen Coach, dass du Schritt für Schritt einen Plan machst, wie du da rauskommst. Also wir sind selten zufällig in unserer Scheiße gelandet, sondern meistens, wenn wir genau hinschauen, merkt man, wir haben aktiv dazu beigetragen, das war eine richtige, schöne, ko-kreative Meisterleistung. Und wenn du dem auf die Spur kommst, kannst du dieselben Kräfte dafür einsetzen, etwas Besseres zu kreieren, was sehr wahrscheinlich Zeit braucht, aber es geht. Und auch dafür, Leute, holt euch Hilfe. Auf jeden Fall mindestens einen guten Freund, der auf der einen Seite euch den Raum lässt, auch mal richtig, richtig abzuholen und auf der anderen Seite dann irgendwann aber sagen, jetzt ist aber mal gut, jetzt lass uns wirklich schauen, was willst du denn mit deinem Leben anfangen. Okay? Ich hoffe, es hilft dir ein bisschen. Ja, hoffe ich auch, ja. Ja, das Wort Scheiße ist jetzt zum 12. Mai gefallen. Eigentlich wärst du so, bing, was über bing, wenn das Wort nochmal fällt. Zählst du mit? Ja, aber es geht ums Eingemachte. Ich habe echt überlegt, ja, ich habe ja auch mit meinem Verlag gesprochen, aber dann habe ich gesagt, ich will ein Buch schreiben, was sich für Menschen so anfühlt wie, okay, so denke ich. Ja. Ja? Und wenn wir gerade in der Scheiße sitzen, dann sagt man nicht auch so, aber nicht so gut gerade. Ja, oder ja. Es ist gerade, oh, eine Fäkalie belästigt mich, ja, genau. Sondern wir denken dann, Scheiße, ja. So, also warum das nicht aussprechen? Ja. Ja. Nee, finde ich auch wichtig. Ja, wir haben vorhin ein bisschen gesprochen über die Emotionen, dass die manchmal erst wieder in Fluss kommen müssen, zum Beispiel durch Bewegung und so weiter und so fort. Es gibt auch den umgekehrten Fall. Marion möchte nämlich wissen, wie komme ich aus den Emotionalen wieder raus? Wenn man ein stark emotionaler Mensch ist und das Ganze verstandesmäßig nicht erfasst werden kann, ja, wie komme ich raus? Damit meint sie wahrscheinlich Wut und Angst und
was kann man tun? Also ich werde natürlich hellhörig, wenn du sagst, nicht erfasst werden kann, weil das klingt für mich wie ein Glaubenssatz. Mhm. Es ist ganz wichtig, das ist auch eine der wichtigsten Thesen für mich in dem Buch, ist, wir brauchen ein Grundverständnis von dem, was passiert. Der Witz ist, selbst wenn sich im Nachhinein herausstellt, dass das Grundverständnis falsch war, wenn das Grundverständnis für deinen Verstand schlüssig ist, fängst du an, dich zu entspannen und kannst viel besser nach einer Lösung suchen. Also zu deiner Frage. Wenn es dir schwerfällt, das Ganze zu verstehen, such dir jemanden, der dir hilft, das mit dir zu verstehen. Ich würde behaupten, dass das Buch zum Beispiel aufgrund mit Hilfe seiner Fragen schon ein richtig guter Wegbegleiter sein kann, um eine Krise besser verstehen zu können. Ich kenne viele Menschen, die sich so ein bisschen in der Schublade verfangen haben. Ich bin halt so emotional oder ich bin halt sehr hochsensibel und das kann alles sein. Aber jeder von uns hat einen Intellekt. Und wenn du das gerade siehst, ist der Intellekt ausreichend, um das, was in deinem Leben passiert, zu verstehen. Und das ist extrem wichtig. Ja. Weil dann stellst du deinem Gefühl einen Zeugen an die Seite, der erklärt, der das beschreiben kann, der für dein Gefühl Bahn suchen kann, der auch mal sagen kann, okay, und jetzt hol den Kissen und raste für 10 Minuten total aus und dann lass uns wieder aufstehen, kalt duschen und lass uns darum kümmern, dass es weitergeht. Jetzt habe ich mal eine männliche Person mit dem ungewöhnlichen Namen Der Gesunddenker. Also Der Gesunddenker möchte wissen, hallo Veit, hat dein Tiefpunkt dein Verhältnis zu deiner Liebsten ins Wackeln gebracht? Mir ist das nämlich so entgangen. Nee, überhaupt nicht. Also wie ich vorhin schon sagte, also ich habe das Gefühl, dass ich meine Frau so liebe, wie ich es noch nie geliebt habe und auch noch mal auf einer viel tieferen Ebene kennengelernt habe. Aber ich weiß, was du meinst. Dieser Tiefpunkt hat bei mir mehrere mir sehr wertvolle Freundschaften ins Wackeln gebracht und die sind auseinandergegangen und deswegen weiß ich, wie weh sowas tut. Ich glaube, so ist das einfach manchmal. Ich glaube, dass nicht jede Beziehung dafür bestimmt ist, bis zum Ende zu gehen und das tut weh und dafür hast du mein volles Mitgefühl. Und das tut natürlich besonders weh, wenn es in so einem Feuer passiert, weil man sich dann, glaube ich, oft noch im Stich gelassen fühlt. Aber so ist es. Also ich möchte dich von Herzen einladen, das ist ein Instinkt, jetzt gerade trotzdem immer für möglich zu halten, dass man sich in der nächsten Runde nochmal begegnet. Ja, also Andrea und ich hatten auch schon definitiv, wir sind jetzt seit 25 Jahren zusammen, wir hatten auch schon Krisen, die uns so belastet haben, wo wir echt kurz davor waren, auseinanderzugehen, ja, weil wir auch Seiten aneinander gesehen haben, die wir eigentlich nicht sehen wollten. Ja. Und ich bin sehr froh, dass wir die Tür immer offen gehalten haben für einen Neubeginn. Ja. Ja, und keine Beziehung ist wie die andere. Man kann nur sein Bestes geben. Man kann eine Beziehung ja nicht steuern, man kann nur sein Bestes geben. Ja. Schauen, es ist auch, ich meine, es ist eine harte Tatsache, aber letzten Endes ist unser Scheißhaufen ist erstmal wirklich nur unser Scheißhaufen. Ja. Und wir können einfach nicht von allen Menschen erwarten, dass sie da mit uns durchwarten. Ja. Ja. Ganz klar. Ja, irgendwann haben wir es überstanden und dann sind wir vielleicht ein bisschen wacher geworden. Und da will Martin nochmal genau diesbezüglich wissen. Veit, gibt es Möglichkeiten, den Beginn einer Krise zu erkennen? Kann ich Maßnahmen ergreifen, um leichter durch die Krise zu gehen? Oder ist es so, dass es besser wird, je schlimmer die Krise ist? Dass es leichter wird, irgendwie so meint das wahrscheinlich. Genau. Ich widme im Buch einen relativ großen Teil der Beschreibung von Chaosdynamiken, weil Krisen tatsächlich, auch wenn die erstmal für uns, wenn wir mittendrin sind, so aussehen wie Chaos, tatsächlich einer Ordnung folgen. Ja? Und zu deiner Frage, ja, wir können sogar Krisen vermeiden. Das Problem ist folgendes, wir haben Phasen, in denen geht es uns super, super gut. Ja? Und die Gefahr in solchen Phasen ist extrem groß, dass unser Ego denkt, okay, jetzt habe ich es gecheckt, das ist das Leben, so geht es jetzt immer weiter. Ja?
Also das ist der Grund, warum Buddhisten zum Beispiel eigentlich gerade in den schönen Phasen des Lebens am meisten mit der Alarmglocke bimmeln und sagen, okay, jetzt ist es besonders Zeit, dass du es ruhig genießt, aber trotzdem in jedem Moment denkst, auch das wird vorbeigehen, auch das wird vorbeigehen. Weil wenn wir uns verlieben in die schöne Erfahrung, was vielen von uns passiert, dann willst du diese ersten Engen, die willst du einfach nicht wahrhaben. Ja? So, und das ist die Phase, also wenn es so ein bisschen anfängt zu köcheln oder wenn du merkst zum Beispiel, du stehst da morgen auf und du freust dich nicht mehr so richtig auf deine Arbeit. So, wenn wir alle an der Stelle sofort innehalten würden und sagen würden, okay, ich setze mich jetzt mal hin, Freude ist verloren gegangen, woran liegt es? Ja? Könnten wir korrigieren, und dann bin ich hundertprozentig überzeugt, das habe ich auch schon erlebt, dann kann man eine Krise vollständig vermeiden. Ja? Eine Krise bedeutet ja, wir haben viele, viele Anzeichen nicht wahrhaben wollen, und dann kommt es zu dieser Kulmination und dann kommt es zum richtigen chaotischen Tiefpunkt. Ja. Das ist die gute Nachricht, und ich hoffe natürlich, dass ich in dem Jahr auch ein bisschen was gelernt habe. Ich glaube schon. Ja, und weitere Anzeichen sind ja wahrscheinlich auch körperliche Symptome, ne? Also so Sodbrennen und all so Zeug, oder man kann nicht mehr richtig schlafen, man hat ständig Sorgen und all so Sachen. Jeder hat ja so seine Trigger, also da wachsam zu sein, ist wahrscheinlich wichtig. Und dann halt, und das schreibst du ja auch sehr schön, dann halt mutig sein und sich einfach mal fragen, ich zitiere mal aus deinem Buch, was verleugne ich, wo will ich immer noch Recht haben, wogegen kämpfe ich an, woran halte ich fest? Wofür fühle ich mich schuldig? Was kostet es mich, dass ich am Recht haben festhalte? Ja. Das waren jetzt so ein paar Fragen. Das sind Fragen, die man sich zwischendurch öfter mal stellen könnte. Das hilft wahrscheinlich auch. Aber man stellt sie sich nur, wenn es nicht mehr anders geht, wahrscheinlich. Oder? Ja, ich glaube. Oder stellst du mittlerweile diese Fragen dir öfter als vorher zum Beispiel? Bist du. Also jetzt gerade, ich hoffe, dass es natürlich anhält, aber jetzt gerade bin ich, was das betrifft, sehr sensibel. Mhm. Also weil ich auch, ich sage jetzt mal so, die Erfahrung ist gerade noch so doll, da habe ich gerade keinen Bock mehr drauf. Und gleichzeitig merke ich auch, also wie schön das eigentlich ist, wie schön das ist, so fein gegenzusteuern und nicht erst drauf zu warten, bis so ein großer Crash kommt. Ja. Ja, klar. Und es ist cool, auch da möchte ich gerne wieder mal nochmal Beziehungen in den Vordergrund rücken. Es ist einfach super cool. Und du brauchst gar nicht viele, wenn du einen Menschen oder zwei Menschen um dich herum hast, die so wach sind, dass die dich mit bestimmten Sachen nicht durchgehen lassen. Mhm. Also bei uns ist es zum Beispiel so, dass Andrea wirklich manchmal eher merkt als ich, dass das mit mir was nicht stimmt. Also dass ich irgendwie Stress im System habe, während ich vielleicht immer noch denke, nee, ich bin jetzt gerade einfach so. Oder auch andersrum, dass ich manchmal das Gefühl habe, ich sehe eher als Andrea, wenn sie hart wird. Und das Schöne ist gerade. Sagte. Ja, machen wir nochmal nachfragen. Ja, also das Schöne ist gerade, dass wir da irgendwie mehr kooperieren und dass gerade auch immer mehr Menschen da mitspielen. Also das ist cool. Ja, wenn wir es nochmal von weiter oben betrachten, spirituell, philosophisch. Würdest du auch sagen, könnte es sein, dass es ja Phasen gibt im Leben, wo das Leben einfach etwas Neues von einem will, noch bevor man es selber begriffen hat? Also sagen wir mal, es gibt ja Leute, die fangen plötzlich irgendwie mit Mitte 40 an, etwas völlig anderes zu tun. Mhm. Und für manche ist dieser Übergang sehr easy, sehr leicht, und andere müssen erstmal wiederum in die Scheiße fallen, um zu merken, das ist nicht mehr der Weg. Ja, aber ich glaube, das muss nicht so sein. Also ich glaube, bitte nicht. Ich glaube, das hängt extrem viel damit zusammen, wie wir erzogen worden sind. Mhm. Also wir sind, die meisten von uns sind regelrecht von sich selbst weg trainiert worden. Ja. Zu funktionieren. Und dich, also Gerhard Hüther würde sagen, sich selbst wie ein Objekt zu behandeln. Mhm. Ja. Und wenn du dich selbst wie ein Objekt siehst, dann sagst du dann, es muss. Ich glaube, wir sind eigentlich hochintelligente Wesen, die super easy und super sanft mitbekommen könnten, wann es Zeit ist, einen neuen Autobahnabzweig zu nehmen. Ja. Schön. Also ich glaube auch daran. Ja. So wird. da will noch mal jemand nachfragen, was deine Geschichte betrifft. Veit, es bleibt recht unkonkret, was die Auslöser der Krise betrifft. Meine Frage, passt dein Buch auch, wenn ich an der Frage interessiert bin, ob die Dynamik für Systeme und Kollegien gilt?
die scheinbar komplett in der Scheiße stecken. Kollegen wahrscheinlich. Also, ja. Ich weiß nicht, ob ich's, hast du es verstanden? Ja, ich glaube, ja. Ich habe es verstanden. Ich frage nochmal nach. Definitiv. Also die Krise von, in dem Buch beschreibe ich die auch näher, aber ich will jetzt den Abend nicht damit sprengen. Die Krise, die wir erlebt haben, war und ist eine systemische Krise, die wirklich unser gesamtes Unternehmen betroffen hat, also die alle unsere Mitarbeiter betroffen hat. Uns, glaube ich, würde ich jetzt einfach mal sagen, so am allermeisten natürlich, weil wir diejenigen sind, die das Unternehmen leiten, aber letzten Endes war es auch eine richtig systemische Krise und definitiv kann ich deswegen sagen, die Fragen, die Ansätze sind für dich als Einzelperson, als Paar, als Familie, aber auch für ein System wie ein Unternehmen richtig gut geeignet. Ja. Ja, und in der Tat schreibst du es im Buch genauer. Die Frage kommt öfter, was war der genaue Auslöser? Da würde ich empfehlen, kauft das Buch, es ist ein gutes Buch. Und es ist heute erschienen, schon irgendwie auf Platz 1, Positives Denken bei Amazon. Ja, das freut mich besonders. Ja. Das finde ich einen schönen Witz, dass es bei Positivdenken ein Buch, in dem so oft Scheiße vorkommt. Ja. Das hat eine gewisse Ironie, aber ich finde es ein gutes, es ist ein sehr positives Buch. Ja, ja. Definitiv. Schön. Ja. Ja, hier, was haben wir hier? Ja, auch nochmal Jeff, auch ein männlicher Vertreter der männlichen Spezies. Hallo Veit, ich stecke nach unserem Eheaus in eine ungewohnt tiefen Krise. Hm. Der Todeswunsch schiebt sich immer wieder nach vorne. Wie kann ich diese Zeit sicher überstehen? Es wird enger, verstehst du? Hm. Danke dir. Also bis vor dieser Krise habe ich rein intellektuell verstanden, was mit Todessehnsucht gemeint ist. Und ich bin in dieser Krise niemals an einem Punkt gewesen, zu sagen, ich will mir das Leben nehmen. Aber ich habe die Faszination dieser Dunkelheit gespürt, die Faszination dessen zu sagen, ich will nicht mehr kämpfen, ich will nicht mehr aufstehen, ich will die Augen zumachen und will einfach nur abtauchen und ich will verschwinden. Ich will einfach nicht mehr kämpfen. Deswegen kann ich das, glaube ich, nachvollziehen, etwas. Was kannst du tun? Also erstmal finde ich es ganz wichtig, Jeff, dass du ehrlich damit bist. Und du bist ehrlich damit, weil du outest dich hier damit. Das finde ich stark. Und zweitens, bitte such dir Hilfe. Okay? Also ich glaube, gerade wir Männer haben das so, uns fällt es manchmal so extrem schwer, auf andere Menschen zuzugehen und zu sagen, ey, mir geht es gerade richtig scheiße. Ich komme einfach allein hier nicht raus. Bitte hilf mir. Ja. Und es kann einfach ein privater Mensch sein, also dem du vertraust, dem du sagst, kannst du mir einfach mal zuhören. Ja. Also mir hat es in der Zeit so oft gut getan, wenn mir Menschen, denen ich vertraut habe, einfach nur zugehört haben. Also die, die das auch nicht ausreden wollen. Weil wenn das da ist, ist es erstmal da. So. Und dieses Zuhören, also quasi diesen Menschen gegenüber eine Beichte ablegen, kann das schon ein ganzes Stück relativieren. Dann, was ich ganz wichtig finde, und das ist, da muss man sich fast zwingen dazu, aber den Körper zu bewegen. Ja, also Geist und Körper hängen zusammen. Und ich weiß, gerade aus Gesprächen mit depressiven Menschen, das ist oft das Letzte, was die wollen, vor die Tür gehen, frische Luft schnappen, in den Himmel gucken. Ja? Und dennoch sagen sie, okay, ja, wenn ich es dann aber gemacht habe, ein bisschen was hat sich verändert. Ja? Und auch da, Jeff, das, was ich vorhin gesagt habe, übers Tanzen, probier es einfach mal aus. Ja? Ich weiß nicht, wie alt du bist, aber ich glaube noch nicht, dass du am Schluss bist. Ja, probier es einfach mal aus zu tanzen und dem Leben zu sagen, pass auf, ich bin gerade echt abgefuckt. Bitte zeig mir, wie es jetzt weitergeht. Ja. Drück dir die Daumen. Schön. Danke auch. Gute Antwort. Das ist vielleicht auch was, was man in so Phasen erst wieder lernt, wirklich zu fragen. Und wirklich zu öffnen, sich zu öffnen für Antworten, die ja von überall her kommen können. Heißt ja so, wenn du wirklich fragst, bekommst du Antworten. Ich glaube auch an die Weisheit des Lebens, aber scheinbar haben wir das manchmal echt verlernt. Also es gibt auch Phasen, wo ich denke, ich komme nicht weiter, was los? Dann merke ich, du hast gar nicht wirklich gefragt, du hast dich gar nicht wirklich geöffnet für die Möglichkeit. Ja. Und wenn wir dann fragen, also ich finde, zum Fragen gehört auch eine gewisse
Portion Demut dazu zu sagen, nicht zu sagen, okay, ich habe jetzt gefragt, ist nichts gekommen, ja, also mache ich weiter, sondern zu sagen, vielleicht muss ich monatelang jeden Tag um dieselbe Zeit dieselbe Frage stellen, damit die Antwort kommt. Ja. Ja, und jetzt ein bisschen Happy End. Anja möchte wissen, lieber Veit, was sind die schönen Dinge, die du aus Krisen lernst oder gelernt hast? Vielen Dank und alles Liebe. Sagt sie auch. Also, liebe Anja, das Allerschönste für mich, und das ist wirklich unbezahlbar, ist, dass diese Krise mir noch mehr gezeigt hat, wer ich bin. Und dass wer ich bin, nicht berührt wird durch irgendeine Form von Krise. Also ich habe das Gefühl, dadurch ist eine ganz neue Form von Gelassenheit in meinem Leben und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Ich habe extrem viel über Liebe gelernt, über menschliche Liebe. Also ich habe wirklich in dieser Zeit gelernt, Hilfe anzunehmen. Bin ich noch dabei, dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Ich habe viele, viele schlaue Sachen gelernt über Fehler, die ich gemacht habe und die ich hoffentlich so nicht nochmal machen werde. Ich habe sehr viel über Freundschaften gelernt. Ich habe das Gefühl, dass meine Arbeit dadurch noch mal mehr Tiefe gewinnt. Ich hoffe, das sehen unsere Leute genauso. Ich habe das Gefühl, dass ich gerade, obwohl ich so einen Himmelssturm an mir habe, gerade noch viel mehr das genieße, was jetzt gerade stattfindet. Also wirklich diesen Tag einfach als ein Geschenk annehme und genieße. Also viele, viele schöne Dinge. Ja. Schön. Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Mhm. Ich hätte jetzt das Ende des Buches zitiert, aber im Grunde hast du genau das gesagt. Steht das da, ja? Ja, genau. Also ich kann trotzdem zitieren. Ich zitiere dich jetzt trotzdem. Es ist so schön geschrieben. Ja. Also höret wohl, Epilog. Es gibt etwas in dir, nennen wir es den Urkern deines Seins, das von keiner Krise in seiner Würde verletzt werden kann. Wenn du mitten in einer Schlacht, die du auf weltlicher Ebene gerade verlierst, stehen bleibst und ganz, ganz still wirst, findest du dich. Das, was immer war und immer frei sein wird. In der Hoffnung, dass dieses kleine Büchlein und dieses kleine Gespräch dich daran erinnert hat. Wach auf. Danke, Veit. Hat mich sehr berührt. War ein sehr schönes Gespräch. Habe auch ein bisschen was gelernt. Ich danke dir sehr für die schönen Fragen. Ja, und also euch da draußen möchte ich gerne einfach sagen, also habt echt den Mut. Habt echt den Mut, euch euren Fuck-ups zu stellen und ein paar gute Leute zu finden, gute Freunde zu finden, mit denen ihr das teilt. Und wenn ihr Lust habt, mit mir noch ein Stück Weg dazu zu gehen, wie gesagt, am Donnerstag, am Freitag und am Sonntag gibt es einen Workshop, also wo ich ein bisschen Input vermittle, noch mal mehr praktischer als in dem Buch und gleichzeitig natürlich auch richtig gern für eure Fragen da bin. Auf jeden Fall gebt nicht auf, sondern gebt dich hin. Schön. Ja. Dankeschön. Auch von mir nochmal Dankeschön. Das war es bei Mystica TV, bei Human Trust TV. Und ich spüre eure Energie der Trustees. Das ist echt fein. Das ist ein feines Feld. Mhm. Vielen Dank. Alles Gute. Schönen Abend euch. Ciao.